Hallo zusammen, heute zu einem kleinen Video von ETS 2 versteckte Sehenswürdigkeiten. Die erste Sehenswürdigkeit, die ich euch heute zeigen möchte, ist der Promotstunnel. Sehr, sehr bekannt, nur keiner findet ihn zum größten Teil. Ihr müsst als erstes auf die Karte gehen, dann müsst ihr springen nach Spitzbergen, nach hier oben. Funktioniert natürlich nur auf den Promots, selbstverständlich. Hier ist so eine kleine Insel. Da müsst ihr hinspringen. Die nennt sich Spitzbergen. Dann geht ihr am besten in ein Auto. Da habt ihr die bessere Möglichkeit hochzukommen. Würde mal sagen, markieren wir uns mal die Stelle, wo wir genau hin müssen. Zoomen wir mal ran. Hier oben gibt es sehr viele MS-Steine. Hier oben bei dem MS-Stein ist ein riesengroßer Tunnel. Von hier aus kann man natürlich auch einmal komplett rum zu dem Promotstunnel kommen, ist natürlich sehr schwierig, da das eher so ein Labyrinth ist hier oben. Man kann auch von hier unten, von dem anderen MS-Stein, hier ist eine Nebenstraße, die sieht man jetzt hier nicht, auch reinkommen in diesen Promotstunnel oder in andere Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel Dinosaurier, Stadt und alles drum und dran. Die werde ich euch natürlich in einem anderen Video zeigen. Wenn ihr natürlich gefällt mir, drückt hier drauf. Wo wir jetzt heute hinfahren, ist zu den MS-Stein Grumtubin. Da sehen wir natürlich dann den Promotstunnel, wo auch eine Party steigt. Okay, wir fahren los. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal los und gucken uns das Ziel an. Ach, machen wir noch Licht an. Jetzt werden wir noch gekickt vom Server. Das wollen wir ja heute nicht. So. Biege nach links ab. Hier oben in der Stadt, also in Spitzbergen, gibt es sehr, sehr schöne Sehenswürdigkeiten. Also kann ich nur jedem empfehlen. Am besten ist es natürlich mit dem Auto. LKW mit Auflieger wird ein bisschen schwieriger, besser gesagt. Aber es macht natürlich auch Spaß mit dem Auflieger. Hier immer geradeaus. In die Tunnel rein. Wenn euch natürlich dieses Video gefällt und ihr gerne weitere so welche Videos haben möchtet von Sehenswürdigkeiten oder entdeckte Sachen von ETS, dann lasst einfach ein Abo da, drückt gefällt mir oder schreibt sogar in die Kommentare rein, damit ich sehe. Vielleicht habt ihr ja auch Fragen oder Verbesserungsvorschläge für mich, damit ich das dann übernehmen kann. Ansonsten, damit ihr keine Videos verpasst, lasst natürlich auch noch die Glocke da, dann hört ihr mich demnächst auch jederzeit, wenn ich live abbiegen. Gehe oder ein neues Video hochlade. Biege nach rechts ab. Hoppala. Den Geschwindigkeitsbegrenzer habe ich ja noch an. Fahren wir mal nicht schneller als 90. Jetzt gleich haben wir schon direkt geschafft, in 20 Kilometern sind wir schon da. Es ist vorbei. So, jetzt sind wir hier an MS-Stein. Ihr könnt natürlich hier überall suchen. Hier werdet ihr keinen Eingang finden auf normalen Straßenwege. Ihr müsst, wenn ihr hier oben reingekommen seid, zeige ich euch mit der Flycam nochmal. Ihr steht jetzt hier.
Ihr seid von da gekommen und ihr müsst jetzt einfach ganz normal hier hochfahren. Und voilà, da seht ihr schon das Schild. Promotz. Da in den Tunnel müsst ihr jetzt einfach reinfahren. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir fahren jetzt einfach auf die Schienen hier hoch. Spielen ein bisschen Lokomotive. Tut, tut. Keine Angst, hier kommt euch nichts entgegen als Lok. Höchstens ein anderer Fahrer. Viele sagen, ihr sollt die Schienen folgen. Falsch. Ihr kommt jetzt gleich an einer T-Kreuzung an. Die werdet ihr jetzt sehen, jetzt gleich. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr links abbiegt im Tunnel. Also den Schienenverkehr nicht folgen. Ihr folgt nicht den Schienen weiter, sondern ihr folgt einfach jetzt dem normalen Weg. Und dann habt ihr es nicht mehr weit bis zu der ersten Sehenswürdigkeit. Und hier sind wir schon. Hier haben wir sogar noch Musik vom Spiel integriert mit einer, ja, würde sagen, deutschen Flagge von früher. Ist natürlich erstmal hier nichts Besonderes. Hier haben wir natürlich auch eine Bushaltestelle. Wird schwierig mit dem Bus anzureisen, aber wer weiß, wer weiß. Da fahren wir jetzt einfach mal ein Stück weiter. Dann kommen wir jetzt zu dem größeren Highlight, was ich meiner Meinung viel schöner finde als davor, als da unten die Ecke. Da hören wir schon langsam die Musik. Und hier sind wir am richtigen Promot-Tunnel. Hier haben wir sogar den Auflieger mit einem schönen Scania und Getränke ohne Ende. Unsere Kollegen sitzen natürlich schon da. Und das Schöne ist daran, damit uns nicht langweilig wird, haben wir da oben sogar auch noch eine Fressbude. Da gibt es sogar Döner. Traumhaft. Also meiner Meinung nach, man sollte es einmal mindestens sehen, damit man es gesehen hat. Und dann ist es eigentlich auch wieder erledigt. Das Coole ist daran, ihr braucht jetzt noch nicht mal zurückzufahren, sondern ihr fahrt jetzt einfach geradeaus weiter hoch und dann kommt ihr einfach in der Eisstadt aus. Wie gesagt, wenn ihr weitere so Videos sehen möchtet von ETS versteckten Orten, einfach ein Abo dalassen, gefällt mir drunter drücken oder drunter kommentieren, was ihr vielleicht sehen wollt, was ihr noch nicht gefunden habt. Ich werde das für euch alle raussuchen und das dann natürlich auch bei YouTube hochladen wieder. Wenn ich denn den Berg hier hochkomme. Wie gesagt, dieser Berg ist wirklich sehr gefährlich, da ich manuell selber schalte. Nur möglich mit Handbremse anfahren. Und voilà. Kommen wir hier oben auf einmal in der Altstadt aus. Hier oben gibt es natürlich auch noch einzelne Sehenswürdigkeiten. Aber die werden erst in einem neuen Video preisgegeben. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch. Und dann werdet ihr auf jeden Fall jederzeit benachrichtigt, wenn ein neues Video hochkommt. Auf Wiedersehen!